Herzlich willkommen bei Spot On, unserem neuen Format, und wir zeigen euch heute, wie ihr euch mit PC Game Pass, Game Pass Ultimate und Cloud Gaming gegenseitig challengen könnt und mit dem passenden Controller dabei auch noch gut aussieht. Apropos zocken, wie haben wir uns früher eigentlich entschieden, was wir spielen, Andy? Adam, lass uns eine Runde Forza Horizon 5 spielen. Das habe ich leider nicht installiert, aber wie schaut's aus mit Halo? Das habe ich nicht gekauft. Aber wir könnten Sea of Thieves spielen. Ja, aber meine Motivation schwingt gerade so ein bisschen mehr in Richtung Age of Empires. Das habe ich auch da. Sehr gut. Zum Glück ist die Installation oder der Kauf eines einzelnen Spieles gar nicht mehr relevant für uns, weil wir beide ja stolze Besitzer des Game Pass Ultimate sind. Da ist sowohl der PC Game Pass als auch Cloud Gaming mit drin. Das bedeutet, wir haben beide Zugriff auf eine Riesenbibliothek von Spielen, und es ist völlig egal, wer jetzt was gekauft hat. Alle, die wir gerade eben genannt haben, sind verfügbar, und alle kommenden Titel aus den Xbox Game Studios sind ab dem ersten Tag verfügbar im PC Game Pass oder Xbox Game Pass Ultimate. Andy, ich hätte eigentlich ziemlich Bock auf eine Runde Forza jetzt. Habe ich auch, total. Ich habe es auch installiert, kann losgehen. Ja, ich leider nicht installiert, aber das macht nichts. Ich spiele es einfach via Cloud auf meinem Surface und kann direkt loslegen und nehme mir auch den neuen Elite-Controller in der Core Edition. Okay, da warst du schneller als ich. Dann nehme ich meinen Elite Series 2 Controller. Aber dann kannst du ja auch mal erklären, was es denn mit dem neuen Controller in der Core Edition auf sich hat. Dann machen wir das genau so. Das ist der neue Elite-Controller in der Core Edition, den wir euch heute etwas genauer vorstellen werden. Und wer die Xbox Elite-Controller bereits kennt, der weiß ganz genau, dass es hier um maximale Gaming-Performance geht. Thumbsticks mit anpassbarer Spannung, gummierter Rundumgriff, Trigger-Locks, bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, bis zu 3 Profile, die vorkonfiguriert werden können, und Kompatibilität mit Konsole, PC und auch Mobilgeräten. Und wem das nicht genug ist, der kann mit dem Complete Component Pack noch einen Schritt weitergehen. Das Complete Component Pack bringt dir alle Komponenten, die du brauchst, um den Controller noch mehr auf deine Bedürfnisse anzupassen. Nutze die Pedal-Tasten, tausche das Steuerkreuz oder die Thumbsticks aus. Keine Sorge, dank der praktischen Tasche wirst du die Einzelteile auch garantiert nicht verlieren. Falls du das Ganze in einem Paket haben willst, kannst du natürlich zum Xbox Violet Elite Controller Series 2 greifen, der dir Komponenten und Controller in einem Rundumpaket abliefert. Und dann kann es schon starten mit dem Konfigurieren für dein Setup. In der Xbox Zubehör App darfst du dir deinen Elite-Controller ganz nach deinen Wünschen einrichten. Wenn du sie startest, wähle einfach den entsprechenden Controller aus, und hier kannst du beispielsweise dein Mapping neu konfigurieren. Mapping bezeichnet die Zuweisung der Tasten zu einer Aktion, und nicht nur das kannst du machen, sondern eben auch die beiden Sticks, die Trigger und auch das haptische Feedback des Controllers einrichten. Aber damit ihr das nicht für jedes Spiel immer wieder aufs Neue machen müsst, unterstützt der Elite-Controller bis zu 3 Profile, die ihr einrichten und speichern könnt. Einfach auf neues Profil gehen, dort einstellen und dann jederzeit entweder in der App das Profil wechseln oder mit der Profiltaste des Controllers. Falls ihr die Zubehör-App auf dem Rechner benutzt, verbindet vorher noch den Controller via USB-C-Kabel. Und ich rase jetzt hier über die Ziellinie nach meiner kleinen Zusammenfassung und bin leider dem Andy etwas in der Zeit hinterher. Damit geht der erste Punkt an dich, Andy. Ja, Andy, freu dich nicht zu früh, denn jetzt kommt meine Challenge und wir beide spielen jetzt gegeneinander Halo. Ich hab's ja fast befürchtet, Elam, aber da brauche ich bitte Equipment. Oh. Weil wenn ich sie schon auf die Mütze krieg, dann ziehe ich wenigstens den Helm auf. Gut, wenn du Sicherheitsequipment benutzt, ja, darfst du zur Strafe aber auch währenddessen die anderen Controller erläutern. Kann losgehen. Den Standard Xbox Wireless Controller gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben hier Pulse Red gerade da. In der freien Wildbahn findet ihr ihn meistens in Schwarz im Bundle mit der Xbox Series X oder in Weiß im Bundle mit der Xbox Series S. Der Controller funktioniert sowohl an der Konsole als auch am PC und Smartphone und Tablet. Er kommt mit einem USB-C-Anschluss, einem Klinkenanschluss für ein kabelgebundenes Headset, bietet alles, was ihr von einem Controller so erwartet, hat haptisches Feedback für immersives Gaming, eine elegante Verarbeitung und einen Share-Button gibt es auch noch. Und ich habe eingerichtet. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das war ja irgendwie klar, Elam, der Punkt, der geht an dich. Ja, den Helm kann ich jetzt ausziehen. Die Gefahr ist hier vorüber.
Du hast jetzt zu Recht natürlich den Elite Controller in der Core Edition und du bist ja nun mal auch Core Gamer. Wer es ein bisschen persönlicher mag, dafür gibt es die unterschiedlichen Farben, Rot, Blau oder auch Limited Edition, wie hier zum Beispiel die Cyberpunk Edition, auch sehr schick. Und wer noch einen Schritt weiter gehen will und es ganz persönlich haben will, der schaut sich das Xbox Design Lab an. Weil da kann man nämlich so ziemlich alles festlegen. Ja, man kann die Tasten farblich gestalten, man kann die Sticks farblich gestalten, die Schulter- und die Trigger-Tasten kann man farblich gestalten, die Griffe kann man farblich gestalten, so wie ihr das möchtet. Und dann könnt ihr sogar noch euren Namen oder einen beliebigen Schriftsatz oder euren Gamertag eingravieren lassen. Richtig, richtig cool. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mal zur Auswertung kommen. Nach den zwei Runden steht es 1-1. Das bedeutet, wir müssten eigentlich noch eine Runde spielen. Und um nochmal zusammenzufassen, es ist egal, was wir installiert haben oder was wir gekauft haben, denn dank Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Cloud Gaming können wir uns weiter herausfordern und wie ihr gesehen habt, auch mit dem passenden Controller selbst personalisieren. Bleibt natürlich die Frage, Andy, welcher Controller wird's für dich? Wenn das die Auslage ist, würde ich mich jetzt gerade auch für den Elite Controller in der Core Edition entscheiden, weil ich finde den optisch sehr schick und ich finde es cool, dass ich diese ganzen Anpassungen zum Beispiel an den Sticks machen kann und den Weg hier anpassen kann, dass ich die Trigger-Tasten anpassen kann. Aber ich brauche, um ehrlich zu sein, die ganzen Zusatztasten, die im Component Pack drin sind, die brauche ich nicht. Mhm. Deshalb finde ich es gut, dass ich ihn jetzt quasi einzeln kaufen kann. Aber du wirst wahrscheinlich auch die Tasten nehmen, oder? Genau, bei mir wird es das Komplettpaket und ich erkläre dir auch, wieso. So, Andy, ich zeige dir jetzt, warum ich dich gerade so fertig gemacht habe in Halo und warum es bei mir der Core Edition Controller entweder mit dem Complete Component Pack wird oder eben gleich der Elite Wireless Controller Series 2, weil ich nutze hier hinten auch diese kleinen Pedals. Die kannst du nämlich hier einfügen und hast quasi auf der Rückseite Tasten, die du ebenfalls konfigurieren kannst. Und was das mir erlaubt, ist mich zum Beispiel zu ducken und aufzustellen, während ich nicht das Zielen beenden muss. Damit habe ich einen Vorteil, ich kann nämlich ducken und aufstehen und du hast Schwierigkeiten, mich zu treffen. Und das hat mich total wahnsinnig gemacht, dieses ständige Bücken hoch, Bücken hoch, Bücken hoch. Aber okay, bedeutet das, wenn ich die Taste jetzt auch habe, dann bin ich demnächst genauso gut wie du und es ist unentschieden und du hast keine Chance mehr gegen mich? Das bezweifle ich, aber das können wir jetzt gleich herausfinden, weil es steht unentschieden. Das heißt, wir nehmen jetzt noch ein Spiel aus dem Game Pass und fordern uns nochmal heraus. Das machen wir. Wir suchen uns ein Spiel im Game Pass aus, das wir beide noch nicht so richtig gut können oder kennen. Und das schauen wir uns an. Ihr lasst uns gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert uns gerne, da freuen wir uns sehr. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, welcher Controller ist es für euch? Ist es auch der Elite Controller Series 2 in der Core Edition oder so wie Elham ihn mit dem Complete Component Pack nehmen würde, weil man die zusätzlichen Tasten dann vielleicht noch hat? Lasst es uns gerne wissen. Und wofür würdet ihr die Tasten dann vielleicht konfigurieren? Für uns war es das heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis dahin. Ciao.